Also eine ganz wesentliche Voraussetzung für ein erfolgreiches Akquise-Telefonat ist eine positive Einstellung. Ich erlebe täglich viel zu viele Verkäufer, die sich darüber Gedanken machen, warum denn nun jetzt genau das Telefonat nicht funktionieren kann. Das heißt, ich denke sehr stark für den Kunden. Der will wahrscheinlich nicht, der braucht wahrscheinlich nicht, der ist gut versorgt und wahrscheinlich scheitere ich schon am Vorzimmer. Das heißt, es bauen sich schon negative Formulierungen in meinem Kopf auf, die letztendlich auch dazu führen, dass der Kunde mich genau so wahrnimmt und dass das Gespräch am Ende so ausgeht. Das heißt, ich muss mich einfach positiv programmieren, auch sehr positiv an das Gespräch herangehen, weil genau auch das sich überträgt und am Ende des Gesprächs der Kunde auch das Gefühl hat, hey, der hört sich gut an, der ist positiv drauf, davon kann ich profitieren und dass ich dann letztendlich auch da zu meinem Erfolg komme.